Auf nach Berlin zum Finale der ersten und sicherlich nicht letzten Rock the Beach Saison. 3 Tage lang wird Beachmitte zum Austragungsort hochklassiger Beachvolleyball-Matches inklusive Herzschlagfinale und die Stimmung könnte nicht besser sein. Also was ich auch richtig cool finde, ist immer, dass die Kombination von Beachvolleyball und diesem Party- und Festivalcharakter, dass den Fans auch wirklich was geboten ist. Ich glaube, das macht allen hier richtig Spaß. Mit Rock the Beach startet diesen Sommer eine neue zweite nationale Beachvolleyball-Serie mit einzigartigem Festivalcharakter. Seit Juni ist die Tourserie deutschlandweit unterwegs. Angefangen mit Stuttgart über die Inseln Fehmarn und Borkum findet sie nun in Berlin ihren krönenden Abschluss. Doch es wird nicht nur Beachvolleyball gespielt. Abseits des Feldes bietet Rock the Beach eine Menge an coolen Aktivitäten wie Minigames und Workshop und auch für das leibliche Wohl wird an der anliegenden Gastronomie und Bar auf Beachmitte gesorgt. Und es ist endlich mal wieder schön, so viele Leute hier zu sehen. Und ja, super laut, also auf dem Feld macht es richtig Bock. Also von daher insgesamt super gut. Vor allem jetzt in Berlin zu wohnen und dann zum Turnier zu fahren, war auch mal eine ganz neue Erfahrung für mich. So, man muss ehrlich gestehen, dass es manchmal zwischendrin ganz schön schwierig war, daran zu denken, dass man ja auch noch im Turnier ist, wenn man wieder nach Hause gefahren ist. Perfekte Bedingungen also für die Endspiele des Wettbewerbs und somit auch die Partie zwischen Anna Behlen und Annalena Grüne und Melanie Paul mit Partnerin Nele Schmidt. Haben sich die beiden beim letzten Turnier auf Borkum im Finale noch als Konkurrentinnen gegenübergestanden, können Behlen und Grüne dieses Mal gemeinsam ihren Zweisatz und somit auch Turniersieg feiern. Oh ja, wir haben auf jeden Fall gut aufgeschlagen und dieses Mal sogar ein vernünftiges Sideout gespielt. Also in den Spielen davor, würde ich sagen, haben wir uns viele Fehler gegönnt, Ungenauigkeiten gehabt und das war in dem Spiel einfach viel, viel besser. Ein bisschen enger wird es dagegen bei den Herren, denn die Partie zwischen Paul Becker und Armin Dollinger und Jonas Reinhardt und Milan Sievers ist ein Duell auf Augenhöhe. Nachdem Becker und Dollinger den ersten Satz, nun ja, in den Sand gesetzt haben, gelingt ihnen im zweiten Durchgang eine packende Aufholjagd. Und nach einem 15:12 im entscheidenden Satz dürfen auch sie sich über die steinerne Trophäe freuen. Und ist aber schön, dass man eben sieht, dass die jungen Hüpfer, die hier alle ein bisschen schneller und agiler sind mittlerweile als wir, dass man es dann doch schafft, gut zusammenzuarbeiten, zu analysieren, dann vielleicht sogar mal eine kritische Phase zu überwinden im Team und am Ende dann wirklich ganz oben zu stehen, denke ich, das zeichnet uns dann auch aus und darauf sind wir mächtig stolz. Ein gelungener Abschluss also für eine tolle Premierensaison von Rock the Beach auf Beachmitte. Wenn auch ihr Lust auf Volleyball-Action, Spaß und Sport habt, dann kommt unbedingt vorbei und probiert euch aus. Seit wenigen Wochen verfügt Beachmitte zudem über 2 Courts, auf denen ihr Paddle-Tennis spielen könnt. Hier wird noch gebührend gefeiert und bei so viel Freude bei SportlerInnen und Publikum wird es sicherlich nicht die letzte Rock the Beach-Saison gewesen sein.